Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet Game & Watch Super Mario Bros. Während Microsoft und Sony gerade die Next Gen eingeläutet haben, PS5 und die neuen Xboxen sind gedroppt, hat sich Nintendo gedacht, das wollen wir auch, neue Hardware gibt's auch von uns. Allerdings keine Switch 2, kein Upgrade der alten Hardware, sondern anlässlich zum 35-jährigen Jubiläum von Super Mario Bros., zu dem es ja bereits die Super Mario 3D All-Stars Collection gegeben hat, das Battle Royale Multiplayer Spiel Super Mario Bros. 35 und jetzt eben diese Game & Watch Special Edition. Tja, ich bin tatsächlich alt genug, um mich noch an die gute alte Zeit der Game & Watch Geräte zu erinnern. In den 80ern war das Nintendos tragbare LCD-Spielkonsolenreihe. Das bedeutet, die Geräte, die auf Flüssigkristall-Displays setzen, die keine wechselbaren Spiele haben, die also eingeschränkt sind auf ganz wenige Animationen und die ungefähr gleiche Technik benutzen wie damals moderne Armbanduhren. Und ich selber habe zwar nie so richtig einen Game & Watch besessen, ich weiß noch, dass ich die viel im Kaufhaus gesehen und ausprobiert habe. Ich selber war ganz gut versorgt mit etwas günstigeren Geräten, zum Beispiel Autofahren, glaube ich, hieß eines, sehr simpel, wo man nach links und rechts ausweichen musste. Ich hatte aber auch ein sehr aufwendiges und da finde ich es sehr schade, dass ich das mittlerweile nicht mehr habe. Das hatte nämlich Hintergrundbeleuchtung, war von Tomy und hieß Monster Burger und ich habe tatsächlich mal geschaut, das ist mittlerweile schweineteuer, um das nachzukaufen. Sehr ähnlich zu den frühen Game & Watches. Viele der insgesamt über 50 verschiedenen Game & Watch Varianten sind nämlich mittlerweile richtige Sammlerstücke geworden. Gerade in gut erhaltenem Zustand und mit Verpackung zahlt man sehr hohe Preise dafür. Und in der Hinsicht finde ich es ganz cool, dass Nintendo mit so einer Special Edition dieses kleine Stück Geschichte wieder aufleben lässt. Allerdings, man hätte doch ein bisschen was anderes draus machen können, als es jetzt mit dem 35-jährigen Jubiläum von Super Mario Bros. Zu verknüpfen. Was genau, da gehe ich gleich drauf ein, aber lasst uns erstmal zum Gerät an sich gehen. Für einen Durchschnittspreis von knapp 50 Euro bekommt ihr eine schmucke kleine Verpackung, die von der Machart her sehr nah dran ist an dem, wie die Game & Watches damals verpackt gewesen sind. Drumherum ist eine durchsichtige Plastikhülle, die entsprechend Super Mario Bros. Gebrandet ist. Da sind beispielsweise verschiedene Pixelfiguren drauf, die sich mit dem Hintergrund dann sozusagen zu einem Gesamtbild ergeben. Wenn ihr diese Plastikhülle entfernt, ist dann aber die in Anführungsstrichen nackte Game & Watch-Hülle drunter und da ist dann nichts mehr drauf. Von wegen Super Mario, sondern das ist fast exakt genauso aufgemacht wie Ball, das allererste Game & Watch Spiel, was jemals rausgekommen ist. Das kommt nicht von ungefähr, denn eben dieses Ball ist zumindest dem aktuellen Wissensstand nach das einzige klassische Game & Watch Spiel, was auf diesem Gerät vorhanden ist. Darüber hinaus gibt es eine Uhr, die ihr einstellen könnt und die entsprechend Super Mario Bros. Gebrandet ist und dazu noch die ersten beiden Super Mario Bros. Spiele vom NES, besser gesagt vom Famicom, denn während das erste Super Mario Bros. Das Game ist, wie wir es alle kennen, ist das zweite nicht das westliche Super Mario Bros. 2, sondern das Spiel, was wir später als The Lost Levels bekommen haben, also das japanische Famicom Super Mario Bros. 2. Neben dem Game & Watch selber ist nicht allzu viel in der Verpackung drin, ein Faltblatt mit Warnhinweisen, leider sehr wenig in Sachen Anleitung, da wird auf eine Website verwiesen, die in der europäischen Ausgabe zumindest zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht funktioniert hat. Ich musste auf die australische Website gehen und da wurden mir zumindest ein paar Features erklärt, zum Beispiel, dass die interne Batterie bis zu 8 Stunden halten soll und dass eine komplette Aufladung mit einem vernünftigen Netzteil an die 3 Stunden dauern kann. Also nehmt diese Info gerne mit. Ansonsten ist ein sehr kleines USB-C-Ladekabel mit dabei, allerdings kein Netzteil. Da wird entsprechend auf der Packung auch davor gewarnt, so dass ihr entweder euer eigenes Netzteil beisteuern müsst oder eine Quelle dann benutzt zum Anschließen, die entsprechend über Strom verfügt, um über USB das Gerät aufzuladen. Reden wir über den Game & Watch selber und ich habe zwar kein Originalgerät hier, um den direkten Vergleich zu machen, aber soweit ich sehen kann, hat sich Nintendo sehr nah dran an die Vorlage gehalten.
Der Game & Watch selber ist ziemlich leicht, ziemlich schmal geworden. Die Rückseite ist aus burgunderrotem Plastik und die Vorderseite aus goldenem gebürsteten Metall. Ein bisschen an dem Farbschema angelehnt wie Nintendos japanisches Famicom gewesen ist. Auf der linken Seite gibt es einen kleinen Schlitz, der sozusagen der Lautsprecher ist, wo der Sound rauskommt. Es gibt keinen Kopfhörerausgang. Ihr müsst also entweder mit dem Lautsprecher spielen oder das Gerät dann auf Stumm schalten. Auf der rechten Seite ist der USB-C-Anschluss, wenn ihr das beigelegte Kabel benutzen wollt, um das Gerät selber aufzuladen. Darüber ein grauer Button zum Einschalten. Auf der Vorderseite habt ihr ganz links das Steuerkreuz aus hartem Plastik. Das erinnert ein wenig an das vom Nintendo Game Boy, wobei man sagen muss, das vom Nintendo Game Boy erinnert an das Steuerkreuz vom Game & Watch. Ist nicht exakt genauso und ich musste erst ein bisschen meine Präzision finden mit dem Steuerkreuz hier. Hab zu Beginn noch ein paar Fehleingaben nach oben und nach unten gemacht, während ich nach links und rechts wollte, aber das ist Gewöhnungssache. Die Knöpfe auf der rechten Seite sind nicht aus hartem Plastik, sondern auch wie beim Game & Watch aus Gummi. Das bedeutet, sie haben einen leicht anderen Druckpunkt. Sie sind nicht unpräzise, aber eben gewöhnungsbedürftig. Sowohl die B- und A-Buttons als auch die Einstell-Buttons auf der Oberseite. Wenn ihr den Game & Watch einschaltet, dann seht ihr direkt den größten Unterschied. Statt einem LCD-Bildschirm ist ein modernes Display verbaut mit guten Helligkeitseinstellungen, vernünftigen Kontrasten, einem guten Blickwinkel. Also ihr könnt es auch ein bisschen von der Seite anschauen und trotzdem was erkennen. Über Druck auf den Menü-Button kommt ihr zu den Einstellungen, wo sich nicht nur die Uhr konfigurieren lässt, sondern auch die Lautstärke des Gerätes als auch die Helligkeit, die teilweise so hoch gedreht werden kann, dass ihr selbst bei schlechten Lichtverhältnissen keine Probleme haben solltet, damit draußen zu spielen. Was die eigentliche Bilddarstellung und die Pixelskalierung der Games angeht, ist der Game & Watch leider nicht ganz zu 1000% perfekt. Da gehe ich aber gleich im Detail nochmal darauf ein. An dieser Stelle kurz nochmal gesagt, es kann durchaus sein, dass in der Aufnahme noch ein paar extra Ruckeleien und Artefakte zu sehen sind. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich hier mit einer PAL-Kamera arbeite. Das heißt, die ist auf 50 Hertz eingestellt und bei der Abbildung solcher 60 Hertz Geräte können solche Unterschiede durchaus mal sichtbar werden. Die Uhrenfunktion ist relativ schnell erklärt. Sobald ihr einmal eure Zeit eingestellt habt, und das geht zumindest soweit ich sehen kann, nur in der amerikanischen 12-Stunden-Taktung mit AM und PM, korrigiert mich da gerne, wenn ihr eine Option gefunden habt, um das auf die 24 Stunden zu stellen, dann erscheint die Uhrzeit mitten im Mario-Level und Mario als auch Gegner treiben von alleine Schabernack drumherum. Mit einem Knopfdruck könnt ihr das Setting des Levels ändern, so dass andere Versatzstücke zu sehen sind. Dazu gibt es eine Sekundenanzeige, die in Form kleiner Blöcke wie eine analoge Uhr um den Bildrand drumherum läuft. Das heißt, taucht sie ganz oben auf der 12 Uhr Stellung auf. Dann wechselt Mario die Minute durch einen Sprung am Ende. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr die Uhr anschaut, dann ist es auch unterschiedlich hell. Das heißt, wenn ihr tagsüber drauf schaut, dann scheint auch die Sonne. Sucht ihr euch dann Ball aus, dann ist das im Grunde das LCD-Ballspiel, wie es auf dem Game & Watch drauf gewesen ist. Ich finde, Nintendo hat eine schönere Präsentation gefunden, mit dem neuen Display den alten LCD-Look hinzubekommen. Da war es ja so, dass man quasi auf der Oberseite dann entsprechend die schwarze Färbung hatte und man durch die Art des Displays noch kleine Schatten drunter sehen konnte auf der eigentlichen Oberfläche. Und das haben sie hier ganz schön repliziert. Vom Spiel selber braucht ihr eigentlich nur das Steuerkreuz, ihr jongliert Bälle und müsst dann, je nachdem, wo die Bälle landen, mit euren Händen die richtige Position erreichen. Ansonsten ist der Game Over da. Ihr könnt das auch mit den beiden Knöpfen machen, wenn ihr nicht auf dem Steuerkreuz nach links und rechts drücken wollt. Und es gibt den A- und B-Modus. Der B-Modus ist ein bisschen schwerer mit 3 Bällen, die geworfen werden. Wollt ihr es ein bisschen leichter haben, dann wählt ihr den A-Modus und müsst nur 2 Bälle jonglieren. Die Super Mario Bros. Spiele sind natürlich die Highlights, die hier mit dabei sind. Essentiell ein kompletter NES-Emulator, der drauf ist, der die originalen ROMs dann abspielt. Wobei, ein bisschen verändert wurden die Spiele, denn zumindest der Titelbildschirm hat ein 2020er Copyright. Was genau sonst verändert wurde, da bin ich mir nicht ganz sicher, denn spielen tun sie sich wie im Original. Ich habe insbesondere mehr Zeit mit dem ersten Super Mario Bros. Hier verbracht, einfach weil ich das ja auch selbst gespeedrunnt habe und ganz gut Intus habe, wie das Sprungverhalten sein soll.
toll. Es war, wie vorhin erwähnt, durch die Bauart des Geräts, wie das Steuerkreuz funktioniert, wie die Knöpfe angelegt sind, ein bisschen schwierig, den Rhythmus zu finden, eine vernünftige Position, die nicht zu krampfig ist, vor allem weil du so pixelgenaue Sprünge brauchst. Aber ich habe die recht schnell gefunden, muss ich sagen, und sogar solche Welten wie 4.1, bei denen man, wenn man einen richtigen Lauf hat, den kompletten Level durchjumpen kann, ohne einmal anzuhalten. Und das hat hier tatsächlich genauso funktioniert, wie ich es noch vom NES oder anderen emulierten Fassungen her kenne. Wer mit Super Mario Bros. 2 nicht so sehr vertraut ist, respektive The Lost Levels, rein vom Aussehen her ist das Spiel natürlich sehr nah dran am ersten Super Mario Bros. Gibt euch hier die Option, entweder mit Mario oder Luigi im Singleplayer zu starten, ansonsten müsst ihr euch immer abwechseln beim Multiplayer. Das geht beim ersten Titel übrigens auch, dann gebt ihr einfach den Game & Watch jemand anderem in die Hand, wenn der zweite Player dran ist. Natürlich das Desinfizieren vorher nicht vergessen. Hier habe ich ein bisschen mit Luigi gespielt, der dazu noch ein bisschen anderes Sprungverhalten hat, etwas ja, rutschiger unterwegs ist, das aber auch für die teilweise recht hakeligen Sprungeinlagen und weiten Entfernungen, die hier gemacht werden müssen, sogar ein klein bisschen besser ist, fand ich. Ich persönlich habe ein bisschen mehr Zeit in der Vergangenheit mit der Super Nintendo Fassung verbracht, da gab es das Spiel ja als The Lost Levels in Super Mario All-Stars, aber auch hier im Original ist das eine nette kleine Beigabe, die sich genauso gut, respektive genauso schlecht eben wie das andere Super Mario Bros. Drauf steuern lässt. Auch hier also, ihr müsst euch dran gewöhnen, wie das Steuerkreuz funktioniert, wie mit den Knöpfen das hier ist, und dann geht schon irgendwann. Ansonsten gibt es nicht allzu viel über das Gerät zu sagen. Wenn ihr im laufenden Betrieb das Spiel wechselt, dann merkt sich der Game & Watch, auf welcher Position ihr aufgehört habt, macht sozusagen eine Art Quicksave, und wenn ihr wieder zurückgeht, könnt ihr das andere Spiel an der gleichen Stelle wieder weitermachen. Das gleiche gilt, wenn ihr nur kurz auf den Ausschaltbutton drückt, dann geht das Gerät in einen Standby-Modus, und wenn ihr es wieder anmacht, könnt ihr an der gleichen Stelle weitermachen in allen möglichen Spielen, die da drauf sind, wo ihr aufgehört habt. Wenn ihr ein bisschen länger den Ausschaltbutton gedrückt hält, dann fährt das Gerät erst richtig runter. Ist mit all den Features, die das Gerät bietet, nun der Preis von 50 Euro gerechtfertigt? Ah, das ist wirklich eine schwierige Sache, denn grundsätzlich hat Nintendo seine Sache ja ganz gut gemacht. Das Gerät ist am Original dran, es ist schön verbaut, der Bildschirm ist gut gelungen, Super Mario Bros. Ist ein Spiel, was über jeden Zweifel erhaben ist. Allerdings, es ist doch vergleichsweise wenig hier drauf, ne? Und wenn man dieses Gerät so nimmt, so wie es ist, von mir aus auch für den Preis von 50 Euro, wenn Nintendo gesagt hätte, hey, ihr habt hier den Game & Watch Retro Collection Handheld oder den Game & New Watch, whatever. Also ein Gerät, was dann eben diesen neuen Bildschirm drin hat, wo aber alle Game & Watch Titel mit drin verbaut sind und eben nicht nur Ball, wo man alle Sachen auswählen kann, wo eventuell dann auch die Upgrade-Fassungen mit drauf sind. Denn es gab hier die Game & Watch Galleries hauptsächlich für den Game Boy Color, glaube ich, damals, und entsprechende andere Handhelds, die nochmal leicht modernere drauf getan haben. Das Gerät kann das ja leisten, haben wir ja gesehen an Super Mario Bros. Hier. Das Display ist gut, die Knöpfe reichen entsprechend aus, und dann wäre ich absolut bereit gewesen, auch 50 Euro beispielsweise dafür zu bezahlen. Warum sie ausgerechnet Ball hier drauf gepackt haben und nicht das originale LCD-Game von Super Mario Bros., das werde ich auch nicht ganz verstehen. Ball ist zwar ein cooles Spiel und hat entsprechend die historische Bedeutung, aber wenn ihr schon ein Super Mario Bros. Game & Watch habt, dann könnt ihr das auch ja natürlich mit drauf tun. Darüber hinaus ist ja anscheinend auch ein kompletter NES-Simulator mit drauf, sonst könnten wir wahrscheinlich in der Form Super Mario Bros. 1 und 2 nicht spielen. Und grundsätzlich, ich habe über den Bildschirm eingangs ein bisschen gesprochen, der ist zwar gefühlt sehr gut, hat auch eine gute Bildschärfe und so weiter. Wenn man ganz genau hinguckt, dann erkennt man kleine Skalierungsartefakte, dass so ein ganz, ganz leichtes Schimmern und leichter Motion Blur da ist, wenn man sich durch die Level bewegt. Das ist mir persönlich erst beim zweiten und dritten Hinsehen aufgefallen. Beim ersten Zocken dachte ich, ah, das sieht ja nicht so schlimm aus, wie ich eingangs bei den Trailern dachte, wo das hochskalierte Bild doch recht hakelig ausgesehen hat. Also wer da ganz empfindlich ist, der wird da was merken, aber grundsätzlich, wenn man nicht so empfindlich ist, denke ich, kann man auch andere NES-Spiele, wenn sie drauf lauffähig sind, vernünftig mitzocken.
Vielleicht ist aber auch die vage Hoffnung, dass das Gerät irgendwann mal gehackt wird, das wahrscheinlich beste Verkaufsargument für den Super Mario Bros. Game & Watch. Denn das war ja zumindest bei dem Super Nintendo Classic Mini und bei dem Nintendo Classic Mini so. Da gab es ja auch ein USB-Kabel zum Aufladen, was dann aber auch Daten übertragen ließ. Und wenn der Game & Watch tatsächlich gehackt werden kann, wenn Leute herausfinden, hey, was ist für eine Hardware drin? Ist da überhaupt genug Speicher, um mehr Games drauf zu tun? Und dann jemand alle Game & Watch Sachen draufpackt, vielleicht sogar ein NES-Simulator oder Gott bewahre RetroArch, und dann spielen wir darauf PC Engine, PlayStation und Nintendo 64. Rein von der Art her und von der Größe ist das wahrscheinlich tragbarste Handheld von Nintendo, und wenn er tatsächlich dann seine 8 Stunden mit einer Ladung hält und mal andere vergleichbare Spiele zocken kann, dann könnte das ein stetiger Begleiter von mir werden für die nächsten Jahre und Monate. Das wäre meine Meinung zum Super Mario Bros. Game & Watch. Eure Meinung gerne in die Comments, als auch Fragen, wenn ihr die stellen wollt und ich sie beantworten kann. Einfach da eintippen und abschicken. Ansonsten, wie gehabt, wenn sich Podcast-Versionen von solchen Beiträgen hier anbieten, dann findet ihr die auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds. Und solltet ihr es noch nicht machen, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreon.com/rpgheaven, auf steadyhq.com/rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me/Katius. Vielen Dank und tschüss.